Puh, ich sehe gerade, dass der Gegner ja richtig überfordert war. Weil wir hatten tatsächlich mal die etwas besseren Ratterstufen. Und damit willkommen zu einer Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ich muss an diesem Overlay auch mal wieder was arbeiten, weil das, was ihr immer früher gesehen habt, rechts, links, oben, unten und weiß der Geier, das habe ich leider an Daten tatsächlich alles verloren, obwohl es eigentlich nicht sein kann, weil ich bin eigentlich der Herr der Backups, zumindest bei mir in der Firma, und mir kommen selber Daten abhanden. Aber ich habe selber auch nicht aufgepasst, muss ich sagen. Ich habe gewisse kritische Daten, also kritisch meine ich jetzt die ganzen Thumbnails und die schönen Bilder, die ich bei mir immer hatte, habe ich leider nicht mehr. Aber hier eine gute Zuschaueridee, auf dem Mondclash hier gemünzt hatte ein Zuschauer, ich soll einfach mal ein paar tolle Angriffe zeigen, aus unseren ganz normalen CKs, also einfach mal ganz normal CK, und soll dementsprechend dann auch noch ein paar Grimassen schneiden. Okay, warum die Grimassen, weiß ich nicht, aber wir sehen hier verschiedenste Arten von Angriffsstrategien, also nach wie vor die Wutreiter sind auch noch in aller Munde, weil sie waren jetzt nicht mit in den Update. Habe ich jetzt eigentlich gesagt, willkommen zu einer neuen Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten? Ja, habe ich, glaube ich, gesagt. Und die waren halt nicht mit drin, was natürlich einige geärgert hat, weil es gibt sie immer noch und sie sind immer noch in Ordnung. Jeder hat, glaube ich, gedacht, die buffen die jetzt zum vierten Mal oder fünften Mal nach. Nein, hat Supercell nicht gemacht, sondern sie haben natürlich so ein bisschen an der Ausrüstung gefeilt. Ich habe heute Abend auch die Ausrüstung mal so ein bisschen gewechselt, tatsächlich. Zeige ich euch aber in anderen Videos oder halt in den ganz tollen Livestreams, die ich immer mache. Also heute am Montag, der Livestream war wieder ultra göttlich, kann ich euch sagen. Macht immer wieder Spaß, auch wenn ich manchmal gar nicht so gute Laune habe, wenn ich so in die Livestreams gehe. Weißt du, dann manchmal ist es tatsächlich so, ich will das ja auch nicht verschönern. Manchmal hat man was Besseres zu tun, als in einen Livestream zu gehen. Aber wenn ich wirklich keinen Bock habe, dann mache ich es auch nicht. Und wenn ich wirklich ultra schlechte Laune habe, dann bringt das auch nichts, diese ultra schlechte Laune auf meine Zuschauer zu übertragen. Deswegen gehe ich dann ganz neutral immer rein und dann kriege ich plötzlich mal gute Laune und denke so, oh, ist ja doch ganz schön, machst ein bisschen Clash of Clans. Natürlich immer schön, weil ich dann natürlich auch selber wieder ein bisschen aktiv spiele, wo ich tagsüber nicht so wirklich zukomme. Aber es gibt ja immer ein bisschen was zu erzählen, was das eigentlich für ein geiles Hindernis hier. Oder Schlitten ist das, ne? Okay, muss ich mir noch holen. Und da gibt es natürlich immer irgendwas zu erzählen und auch am Rande. Also wir machen da nicht nur Clash of Clans, Leute. Also glaubt man nicht, dass im Livestream wir hier 4-5 Stunden wirklich nur hier einen Angriff nach den nächsten und nach mir die Sintflut oder so. Nee, wir machen das schon ganz, ganz ordentlich. Also wir nehmen auch mal so ein paar private Themen durch oder Themen nicht wirklich politisch. Ich glaube, politisch werden wir nicht bei mir im Stream. Zumindest habe ich bisher Politik kaum anschneiden müssen. Und klar muss ich natürlich die Zuschauer ab und zu mal beleidigen, damit sie immer wieder ein bisschen aktiver am Chat teilnehmen. Ja, da muss man sie halt ein bisschen beleidigen und dann sind die gleich wieder am Start, ne? Also, wie gesagt, ich soll einfach ein paar schöne Angriffe zeigen hier aus dem Clan Herausforderer oder halt aus dem laufenden CK. Ich gucke jetzt nochmal gerade ins Equipment rein, denn es ist, glaube ich, wieder so, dass genau, das Juwel wieder gut genutzt werden kann. Und vorne noch was anderes. Ich gucke nachher mal, wie ich da equipped habe. Ach nee, das ist bei einer anderen Angriffsstrategie, glaube ich, Leute. Das ist, glaube ich, bei einer anderen Angriff. Aber Queen Charge Hybrid ist, glaube ich, durch das Juwel, glaube ich, wieder ein bisschen zurück. Allerdings muss ich sagen, dass Martin hier den Queen Charge Hybrid schon immer gespielt hat. Egal, welche Meta gerade war, egal, was war gerade OP, auch wenn die Rootheiler noch so stark waren, hat er nicht gespielt. Ja, muss man ganz klar sagen. Sondern, wenn du halt State of Charge bist, beziehungsweise nicht State of Charge, wenn du hier der Hybridspieler vom Herrn bist, dann spielst du das natürlich auch nur, weil du es halt kannst. So muss man sagen. Es glückt nicht immer mit 100%, aber ich würde sagen, auch Martin hier hat eine prozentuale Quote von locker 94-96% hier, was 3 Sterne angeht, im Hybridbereich. Und man kann auch jetzt die Pets sehen wir ja sowieso. Das ist aber noch relativ normal. Lux, Phoenix, einmal das Heiler-Ding und den, ich wollte gerade sagen, den Lurch. Ich weiß gar nicht, wie er nochmal hieß da. Der den Gift versprüht, nicht der Phoenix. Ich komme jetzt echt nicht auf den Namen. Ich habe den Namen der Pets bei Clash of Clans schon verdrängt und vergessen, weil man wechselt sie nicht
bei jedem Angriff, ne, sondern oftmals bleibt halt, der Lux bleibt halt beim Royal Champion, obwohl man das auch anders spielen kann. Das habe ich in Profikämpfen im Sommer gesehen und auch noch bei den Finals. Kann man den natürlich auch noch ein bisschen anders zocken, aber trotzdem schöne Angriffsstrategie hier nach wie vor. Hybrid, immer für was zu gebrauchen. Wenn ihr euch nicht traut, Hybrid zu spielen, gehen, glaube ich, auch im Moment sehr, sehr gut Drachenangriffe. Drachenangriffe gehen, glaube ich, auch sehr, sehr gut, aber das Hybrid, ihr seht, auch gerade mit der Gladiatorenausrüstung der Hox hier ist und des Haze Spells, pervers, echt. Es ist wirklich heftig, immer noch. Mir ist die Tage auch wieder ein Dreier gelungen auf eine Base, auch im CK mit Hybrid, denn ich spiele auch jede zweite Armee eigentlich immer noch Hybrid und ich glaube, das habe ich auch so beibehalten, auch jetzt, wenn ich mich auch so ein bisschen mal an den Hexen versuche. Allerdings tue ich mich dann auch ein bisschen schwer, was Ausrüstung angeht. Ihr seht das hier, ich habe halt den ollen Schuh hier nicht so hoch. Er ist natürlich sehr, sehr cool. Und ich habe auch keine Heilerpuppe, die ist bei mir auf 1. Das habe ich so equipped hier tatsächlich. Und das ist, glaube ich, im Moment das Beste, was man der Royal Championatin antun kann. Und aber ich hatte halt so ein bisschen Sorge, dass man muss ja immer mit dem Warden los. Also man fängt eigentlich mit dem Wardenwalk an und den versucht man natürlich so lange wie möglich, auch ohne Heiler, irgendwie am Leben zu halten. Dabei helfen natürlich super ein paar Druiden. Also der Druide ist der Second Healer, würde ich mal so sagen. Und der ist auch nicht nur so zu gebrauchen, sondern der ist richtig gut zu gebrauchen. Denn er heilt 3 Ziele. Das heißt also, der wechselt auch. Ich hatte da auch ein bisschen Sorge, dass der nur mein Pet heilt. Ja, wenn ich jetzt das Pony an den Warden hänge. Ihr seht, da ist das Pony an den Warden und nicht den Warden selber. Ist aber nicht so, der kann ja bis zu 3 Ziele heilen. Also passt das auch wieder was gelernt. Und sehr schön. Hier wird es jetzt ein bisschen zäher, Leute. Das ist immer noch, ich glaube, das ist auch State of the Art hier, ne? So eine Clanburg, ne? 3 Eisgolems. 3 Eisgolems in der Def. Das dürfte verboten werden. Das dürfte verboten werden. Die sind äußerst nervig, aber es schießt auch kaum noch was, bis auf den Adler. Der ballert im Moment alles noch weg. Allerdings sind die auch gegen die Big Boys hier so schnell weg. Das habe ich ja noch nie so schnell gesehen. 3 Eisgolems waren das jetzt gerade. Und die Heiler tun ja ihr Bestes hier, ne, im Hintergrund. Wenn die Druiden durch sind, dass sie dann auch noch mittanken, noch zusätzlich zu den Big Boys für die Hexen. Das ist schon außer abnormal, muss ich echt mal so sagen. Das ist wirklich also eine krasse Angriffsstrategie. Ich übe die im Moment. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr die auch so cool spielen könnt und ob ihr sie auch spielt, weil sie ist zurzeit eine der stärksten Angriffsstrategien, würde ich fast sagen, für so ziemlich jede Base. Da passt eigentlich jede Base für. Und es ist auch im Moment sehr, sehr schwierig, dagegen zu bauen, glaube ich. Weil gegen Rutreiner kannst du ganz gut bauen, gegen Luft kannst du ganz gut bauen, aber gegen andere Sachen halt nicht. Ich wollte auch euch auf jeden Fall nur das nochmal vorenthalten. Ich sollte euch einfach ein paar coole Angriffe zeigen, ne? Und halt ein paar Grimassen machen hier. Für ein paar Emotes. Grimassen für Emotes, okay. Die hatten wir aber schon alle. Wir müssen uns da was Neues ausdenken, was richtig cool ist. Okay, nehmen wir den letzten Angriff hier vom Proxy Centauri auch nochmal mit. Ich bin auch ein bisschen leiser im Sprechen, weil es ist schon fürchterlich spät gerade. 20:53 nehmen wir immer noch auf, weil ich hätte sonst heute keine Folge gehabt, weil ich im Stream habe ich es heute versäumt, irgendwas aufzunehmen, weil ich auch wieder mal rund um die Uhr echt nur gelabert habe. Deswegen kommt einfach mal in den Mitstream rein oder am Freitag in die Streams oder halt am nächsten Montag, je nachdem wie ihr Zeit habt. Und dann könnt ihr mich erleben, wie ich wirklich wie ein Wasserfall rede. Ich labere euch so richtig die Klinke an ins Bein. Und dann habt ihr irgendwann auch keinen Bock mehr drauf und tippt hoffentlich irgendwas in die Chats rein. Tut auch als Maul oder so. Oder jetzt ist auch mal gut. Jetzt reden wir mal. Aber ihr müsst halt euch auch ein bisschen aktiv beteiligen. Ihr könnt mich in den Streams immer alles fragen. Wir können über alles diskutieren. Sind da ganz, ganz offen. Und ihr bekommt auch immer auf jeden Fall gute Hilfe, was die jeweiligen Spiele angehen, die wir so gerade spielen. Meistens beschränkt sich das Spiel ja auf ein Spiel, nämlich auf dieses Spiel hier. Obwohl ich gerne auch andere Spiele spielen würde, aber das wollen meine Zuschauer dann nicht und deswegen spiele ich dann manchmal auch lieber dieses Spiel hier. Natürlich möchte ich die Zuschauer erhalten und ich bin auch unendlich dankbar, also das nochmal als Hinweis,
dass wir über meinen Urlaubszeitraum die über 15.000 Abonnenten gehalten haben. Wir sind jetzt so circa bei 15.055. Das ist echt krank, muss ich sagen. Für so einen kleinen Kanal, wie ich es eigentlich darstelle, ist das hypergut. Also man muss das auch mal anders bewerten. Ne? Für die wenigen Abonnenten, die ich habe, oder vielen Abonnenten, die ich eigentlich habe, und wenige Aufrufzahlen auf mein Video, trotzdem noch Zuwachs zu generieren, das ist toll, muss ich sagen. Das ist toll. Und der Aufwand ist ja, hat sich ja nicht erhöht oder ist weniger geworden. Ich bemühe mich ja immer, ein bisschen Content zu bringen, so gut wie ich kann von der Zeit her. Irgendwann wird es dann demnächst auch eine Zeit geben, da wird es vielleicht dann wirklich mal wieder ein bisschen weniger, außer jetzt, okay, Urlaubszeitraum, 2 Wochen, aber trotzdem ein bisschen was getan. Ich habe zumindest Clash of Clans gespielt und habe aber halt keine Videos gemacht. Das tat dem Ganzen aber keinen Abbruch. Und das finde ich sehr, sehr löblich, aber daran seid, oder bin nicht nur ich schuld, sondern da seid ihr dran schuld. Also nochmal vielen Dank an die dazugekommenen Abonnenten, denn das ist auch unüblich, dass ein Wachstum da ist, obwohl eigentlich eine Branche, sage ich mal, schwächelt. Das wäre so wie, ich fahre jetzt zum VW und kauf mir natürlich wieder VWs, und VW geht ganz schlecht. So ungefähr stelle ich so meine Situation dar. Und aber ich bin da guter Dinge, dass es auf jeden Fall so weitergeht, vielleicht auch ein bisschen in anderer Form, aber bleibt einfach am Ball. Auf jeden Fall in den Livestreams, dann seht ihr auch meine komischen grinsenden Gesichter nicht oder verpasst dann nicht mehr. Und dann sehen wir uns in den weiteren Videos. Ich wünsche euch noch einen schönen Rollout in die nächste Mitte. Wir sehen uns morgen auf jeden Fall im Midclash. Bis dahin, euer Toto. Clash.